Cool. Da habe ich noch das andere Ding drin. Das machen wir raus. Brauchen wir nachher wieder. Backup. Audio. Nee, ich brauche kein Backup. Sag mal, wie sicher ist das? Boah, ist das geil. Ist das ganz kurz. Testen. Boah, ist das geil. Kannst du sogar so liegen lassen, oder? Ist ja cool. Hol ich mir. Gut. Hallo, meine Lieben. Nee, hallo, meine uns. Nee, fangen wir mal von an. Wenn man ein bisschen noch kurz reinzoomen, dass man nicht ganz hallo so... Hallo, unsere Lieben. Hallo, unsere lieben Tesla-Freunde und Freunde der Mobilität. Da sind wir wieder, Gabor Reiter. Und? Markus Meinschein. Jetzt hast du beides gesagt. Ja, ist ja gut so. Nochmal. Nochmal? Ja. Also gut, nochmal. Das soll 20 Minuten werden, das Video, aber wird's nie, gell? Na gut. Ich dachte, du sagst Gabor Reiter und ich sag und Markus Meinschein. Aber ich schneide nichts raus, gell? Okay. Hallo, liebe Tesla-Freunde, hier ist... Hallo, meine lieben Tesla-Freunde und Freunde der Mobilität. Da sind wir wieder. Gabor Reiter. Achso, sag ich, gell? Genau. Also, da sind wir wieder. Gabor Reiter. Und Markus Meinschein. Tesla Markus. Willkommen bei diesem Video. Das haben wir schon eine Minute lang gebraucht, um uns vorzustellen. Wir sind natürlich keine Profis. Den merkt man. Und ihr seid jetzt gerade wieder in dem Top 5 Video, was letztes Mal ausgefallen ist, weil ich war so lange weg. Stimmt. Aber dafür haben wir das letzte Video ganz lang gemacht und machen dieses Video auch wieder lang. Gut. Wir machen einmal im Monat, treffen wir beide uns. Ja. Und wir kennen uns jetzt schon seit gut fast 2 Jahre jetzt. Gell? Ja, stimmt. Ja. Aber seit knapp einem Jahr machen wir diese Top 5 Videos. Das heißt 5 Punkte, die uns in dem ganzen Monat bewegt haben. Ja. Jetzt die letzten 6 Wochen, sagen wir mal. Ja. Und gehen da so durch. Ja. So ein bisschen. Und es fängt immer an mit der Person des Monats. Kann auch eine Personengruppe sein. Mhm. Und jetzt müssen wir uns bloß noch einigen, wer anfängt. Wolltest du noch ein bisschen nachdenken, weil du hattest ja so ein ganz komisches Thema. Ich fange jetzt an. Du fängst an? Okay. Das ist eigentlich egal. Ich sage jetzt, ich fange an. Was ist denn deine Person des Monats? Das war jetzt schwierig. Es gibt natürlich jetzt so, ich könnte jetzt alles sagen. Ich könnte Next Move sagen. Jetzt also. Nein, das will ich aber jetzt gar nicht. Sondern ich, es ist ganz kontrovers, AfD. Das ist doch keine Person. Die AfD ist eine Gruppe, okay. Eine Partei. Also, okay. Kann ich doch wählen? Kannst, ja, so. Jetzt alle gleich so, was kommt jetzt? AfD. Was kommt jetzt? Darf ich überhaupt AfD einen Titel tun? Wird das nicht irgendwie, weiß ich nicht. Nö, da klicken wir auch mehr. Ja? Okay, warum willst du AfD? Ich will Ach so, du willst nicht. Ich hab schon gedacht, ich muss dich rausschmeißen aus meinem Auto. Nee, AfD, also ich habe jetzt die gewählt, weil... Du hast doch AfD gewählt. Nein. Ich hab die Gruppe gewählt. Also ich habe die nicht gewählt politisch, okay. Sondern ich habe die jetzt gewählt als Punkt 1. Okay. Um jetzt einfach mal so hier. Genau. Okay. So. Also ich habe die jetzt gewählt, Punkt 1, weil die es schaffen, unglaublicherweise alles, was ich als Meinung habe, komplett das Gegenteil zu haben. Das ist ja schon seltsam, oder? Also so Gegenpol. Also komplett Gegenpol. Wenn ich sage A, sagen die B. Wenn die sagen B, sage ich A. Also ich verstehe das nicht. Wie schaffen die das? Ja, aber warum tust du die dann jetzt hier so hochheben in diesem Video? Ich heb die jetzt nur hoch, okay. Also es gibt ja ein paar Punkte, so, sagen wir, die jetzt momentan mir über die letzte Zeit, ich wollte schon länger mal die mal wählen als Person, Antiperson oder als Gruppe. Mhm. Ja, weil meiner Meinung nach finde ich, dass die AfD echt diese Ängste der Menschen, also die Leute, die alle die Ängste haben von irgendwas, ob das Flüchtlinge sind, ob das jetzt irgendwelche Veränderungen im Leben sind, ob das der Klimawandel ist, das ist ganz interessant jetzt, haben sich ja auch als Thema entdeckt, ob das jetzt die Dieselfahrer sind, die jetzt bedroht sind, ihre Autos abzugeben, die holen alle diese ängstlichen Leute ab. Ich sag mal, die saugen die so quasi auf als Wähler, ja, tun aber jetzt auch nichts für die, ja. Das ist nur so eine Art Sammelbecken für enttäuschte, ängstliche Leute, die dann irgendwo versuchen, sich halt da vielleicht mal ihre Meinung bestätigen zu lassen. Ja? Okay, also eine Angstpartei. Das ist eine Angstpartei. Ja, ich sage mal so, und natürlich dadurch, dass die jetzt, die bringen jetzt auch keine Lösungen oder keine vernünftige Lösungen. Also mir fallen ja als rückwärts gerichtet auf. Ja, natürlich. Total rückwärts gerichtet und am Alten festbleiben und so. Ja, also wenn jetzt... Unabhängig von der braunen Soße, die da doch dran hängt. Ja, natürlich, die kannst du in die 40er Jahre zurückversetzen. Ja. Die Vorstellungen über Frauen und alles mögliche, ja. Natürlich werden jetzt viele drunter... Schreiben jetzt wieder hier drunter, ja. Aber so ist es nicht, ja. Natürlich, und ich sag, es ist eine Oppositionspartei, ja. Das sind die Grünen ja auch, wir wissen ja. Und die Opposition ist immer einfach. Immer einfach gegen... Würdest du die jetzt an die Regierung haben wollen? Nee, nein, nein. Also. Aber es gibt ja immer Missstände in der Regierung, natürlich. Und es ist eine die Politik ist immer voll mit Kompromissen. Mhm. Ja, so. Also gerade wenn du in einer Regierung bist, kannst du ja nicht machen, was du willst. Uns ist ja voll bewusst, dass zum Beispiel dass wir gerne E-Mobilität hätten, kannst du aber nicht sofort einführen, weil es auf den Arbeitsplätze geht. Das ist mir vollkommen bewusst, ja, diese Sachen. Und in der Opposition, die Grünen haben auch den Vorteil zu sagen, ja, wir wollen so und so und so. Klar,
wir fühlen uns auch mal bestätigt in vielen ihrer Meinungen, ja, nicht in allen von den Grünen. Und die AfD auch. Findet ja viele Wählerschaften, die enttäuscht, wie gesagt, die Ängstlichen, ja. Aber wenn sie mal an die Regierung kämen und dafür Lösungen bieten müssten, bezweifle ich, dass es zu viel ist. Und die Grünen genauso. Die finden ja auch nicht alle. Das sieht man zum Beispiel hier in Baden-Württemberg, wo wir gerade sind, ja. Kretschmann, ja, sag ich mal so. Der schwärzer als die Grünen. Der schwärzer als der Lothar Späth damals mal jemals genau. war, ja. Das genau, ist wie der Schröder schwärzer war als die Angela Merkel. Ganz genau. Ja. So, das heißt, es ist viel schwieriger, eine Regierung die Ideale hochzuhalten, die man hat, ja, vielleicht als Partei, weil da musst du viele Kompromisse eingehen, gerade wenn du in der Koalition bist, als dagegen zu wäschen. Aber was ich halt, nochmal zurück zur AfD, ich finde es halt sehr schade, dass viele Menschen sich täuschen lassen. Natürlich, ich bin auch nicht mit der Politik einverstanden, mit allem, was die Politik bietet, aber ich lasse mich jetzt auch nicht von Rattenfängern, sage ich mal, jetzt ködern, ja, nur weil ich jetzt in einigen Bereichen nicht konform bin mit der jetzigen Politik. Ja. Ja. Das ist noch lange kein Grund, die AfD zu wählen. Ganz genau. Ja. Und das ist nämlich genau mein Punkt. Genau. Ja. Okay, ja, danke, dass du den Punkt in diesem Video gebracht hast. Ich hatte schon ein bisschen Angst bekommen. Jetzt Shitstorm wahrscheinlich von einigen hundert runter. Nein, ist ja gut. Ich versuche es ein bisschen auszugleichen. Okay. Meine Person ist auch eine Gruppe des Monats. Ja. Und das sind alle lieben Tesla-Mitarbeiter. Das ist die Personengruppe des Monats bei mir, weil die müssen momentan ziemlich viel Shitstorm auch aushalten, so was ich so mitbekomme, weil einfach momentan aus Amerika anscheinend eine Botschaft kommt, Geld einsparen, Personal einsparen, überall sparen und ja, es wirkt sich mittlerweile beim Kunden aus. Ne? Die Kunden merken es und natürlich vorher, bevor es die Kunden merken, merken es die eigenen Mitarbeiter. Und dafür, dass die halt eben unter so einem Druck stehen momentan, sind die noch sehr, das heißt noch, sind die sehr professionell. Und sind stets bemüht, dir weiterzuhelfen. Ja, und das musst du erstmal hinkriegen, ja, da die Laune zu bewahren, professionell zu bleiben und diesen immensen Druck auszuhalten. Und zwar, den haben sie ja von oben, ne, von Amerika, weiß nicht, wer da was Druck macht, auf jeden Fall haben sie Druck. Und dann von unten natürlich auch die ganzen unzufriedenen Kunden, die es da jetzt gerade drauf. Nee, es gibt auch Zufriedene, ja, wenn man jetzt nicht ganz zu sehr schwarz-weiß sehen. Aber es gibt auch jetzt momentan die prozentuale Anteil der unzufriedenen Kunden ist halt schon gewachsen. Ja. Ja, generell gut. Ist der Anteil der Kunden gewachsen, was wieder gut ist, weil ja. Tesla verkauft mehr. Aber die hätten ja auch mehr Personal mal einstellen müssen. Ja. Ich glaube, es ist gar nicht vielleicht die Anzahl prozentual gewachsen ist, unzufrieden Kunden, sondern nominal einfach. Ja. Nominal, ja. Das nominal, ja, vielleicht doch. Ja, meinst du? Wer weiß. Also ich glaube, es wird momentan in vielen Ecken gespart bei Tesla. Und das ist das, was ich auch erlebe in den E-Mails, in den persönlichen E-Mails, die ihr mir schreibt. Natürlich lese ich die nicht vor, weil das sind ja persönlich. Aber ich habe sehr viel Input von euch. Okay. Und dank euch weiß ich natürlich auch, was da draußen los ist. Ja. Wir wollen es jetzt nicht beschönigen, wie gesagt. Das sind ja immer Punkte, wo ich sage, da passieren viele, wir haben schon ein Video drüber gemacht vorhin, da passieren viele Fehler auch bei Tesla und die werden das hinkriegen. Ja. Müssen Sie drüber gut, weg. Wir sitzen im neuen Tesla Model S Raven hier mit weißer Innenausstattung. Du bist das erste Mal gefahren, aber das war jetzt auch das letzte Mal, weil wir tauschen wieder die Plätze. Ja, ich sitze ganz gut eigentlich auf dem Platz. Der Platz ist aber auch gut, gell? Ja, aber ich finde, der ist besser. Ja. Wir werden jetzt mal die nächste Einstellung von draußen filmen irgendwie. Ja, immer schön, ist in der Sonne. Das war unser Top 1. Top 2 ist? Top 2 ist das Thema des Monats. Thema des Monats? Ja. Da fange ich aber an, ne? Ja. Für mich war Thema des Monats, dass wir ein Mehrjahreshoch haben im Goldpreis. Mhm. Allen Unkenrufen zum Trotz, die gesagt haben, Gold ist platt, Gold, das wird nichts mehr, das wirft keine Zinsen ab und so weiter. Gold und Silber ist in den letzten 6 Wochen nach oben geschossen. Ja, Silber erst in den letzten 3 Wochen. Ja. Und das hat mich eigentlich bestätigt in meiner Annahme, dass wir doch jetzt bald Inflation kriegen. Ja. Weil das ist einfach so ein Monitor für Inflation. Gold hat übrigens in manchen anderen Währungen schon sein All-Time-High erreicht. Nicht in Dollar, ja. So 5-Jahres-High oder so, glaube ich, ist das. Euro auch. Aber in anderen Währungen schon All-Time-High. Das zeigt auch, dass eben das Papiergeld einfach immer weniger wert wird. Ja. Nichts mehr wert. Deshalb, Leute, überlegt euch gut, was ihr mit eurem Geld macht. Na klar. Jeder hat eine andere Situation, aber in meiner Situation habe ich ziemlich viel in Gold und Silber momentan investiert, sowohl physisch als auch Aktien. Also, ja. Oder in Bitcoin. Bitcoin haben wir das letzte Mal gemacht. Ja. Hast du jetzt auch gemacht, Bitcoin, gell? Ja, Bitcoin ist. Gut. Machen wir mal ein anderes Video. Machen wir das so ein langes Thema. Also, Gold und Silber, guckt euch mal an. Ist nicht für jeden was, aber in meinem Fall, wenn der Diesel hier. Also man macht nichts damit falsch, glaube ich, ja, in der heutigen Welt. Ja, ist aber jetzt keine Beratung oder sowas, ne? Also jeder muss selber wissen.
Du hast auch ein Thema? Ja, ich habe auch ein Thema. Mein Thema ist natürlich brandaktuell und in allem Munde. Und wir reden auch die ganze Zeit drüber. Und ich habe das Gefühl, man sieht nichts mehr anderes auf YouTube in E-Mobilität als das Thema über Nextmove und Tesla. Ja, aber es sind aber erst die letzten 3 Tage, ne? Ja, aber das, warte mal ab. Also jetzt, bis das Video rauskommt und dann ist es weitergetragen und das beschäftigt jetzt auch viele Menschen. Sieht man auch an den ganzen Kommentaren. Gefühlt jedes Video hat ja 3-mal so viele Klicks als vorher. Ja. Was ist deine Meinung dazu zunächst? Hätten sie es machen sollen, hätten sie es nicht machen sollen? Ja, hätten sie es machen sollen. Ich fand das okay, dass Stefan das gemacht hat. Ich kenne ihn ja auch und schöne Grüße übrigens. Es war schon okay, der wird schon einen berechtigten Grund haben und hat sich bestimmt überlegt, da an die Öffentlichkeit zu gehen mit dem Video, weil das machst du nicht einfach mal so, weil der wusste auch, dass ein bisschen Beef jetzt kommt zwischen ihm und ich will mal, also jetzt durch die Öffentlichkeit wird das noch ein bisschen verstärkt wahrscheinlich. Und das hat er schon einen guten Grund wahrscheinlich gehabt, das so in die Öffentlichkeit zu tragen. Wobei ich sagen muss trotzdem, ich glaube, dass da bestimmt noch einige Sachen im Hintergrund waren, die wir nicht alle so, ja, die nicht wie hundertprozentig wissen, was alles noch gelaufen ist. Da hätten wir auch gerne mal die Tesla-Seite kennengelernt. Ne? Genau. Da kommt wieder das negative bei Tesla, dass sie so in sich gekehrt sind und keine Presseabteilung haben. Genau, das ist halt, der Stefan ist echt offen und hat das auch vieles auch, die ganzen E-Mail-Kontakte, also E-Mail-Verläufe hat er auch gezeigt und so weiter, sehr, sehr transparent. Und ich hätte auch gern von Tesla schon, aber das ist halt ein größeres Unternehmen. Aber ich gebe trotzdem, ich hätte es gemacht, ich fand, das war ein guter Zug und Tesla muss vieles lernen und müssen sich verbessern in der Qualität, nicht verwechseln mit Service. Viele schreiben Service rein, ja, weil der Service vor Ort bei Tesla ist wirklich gut. Und das kann der Stefan auch bestätigen, wenn du mal dahin kommst. Ja, wenn du mal einen Termin hast. Wenn du mal einen Termin hast, aber die Kommunikation bis dahin ist schwierig und die Qualität der Auslieferung ist schwierig. Das sind die Probleme, nicht der Service, was jetzt wieder so meinen. Ja. Gut. Ja, guter Punkt. Ja. Danke dir. Wir müssen jetzt aus der Sonne raus. Du wirst auch schon ganz rot. Ich bin gleich ein Sonnenbrand hier. Guck mal, da kommt ein Porsche Taycan. Nee, so Porsche. Also wenn es ein Porsche Taycan wäre, wäre ich verwundert. Würde ich hier noch laden müssen. Ja, genau. Cool. Wir gehen mal in den Schatten. Ja, genau. Dritter Punkt. Es ist das Buch. Buch, genau. Des Monats. Wir sind jetzt im Schatten, deshalb ist es ein bisschen dunkler geworden. Dafür ist der Tesla einigermaßen belichtet. Wir sind unterbelichtet, aber ihr hört ja, was wir sagen. Also, bin ich jetzt dran oder warst du jetzt dran? Egal. Egal. Kannst du ruhig machen. Buch. Ich habe die einzige Weltmacht von Zbigniew Brzezinski. Also, genau. Ich würde das unten verlinken. Amerikas Strategie zur Vorherrschaft. Ich glaube, also ich lese das Buch gerade durch und mir fallen so ein paar Schuppen von den Augen. Weil wenn man so versteht, wie Amerika tickt, so die letzten 50 Jahre, die Nachkriegsjahre, was das Ziel ist, wie so die Weltordnung organisiert wird, da kann man die Schritte verstehen, die gerade getan werden. Auch Hongkong kann man verstehen, weil die Demarkationslinie zwischen Ost und West, die geht auch an der asiatischen Küste entlang. Richtig. Und genau in Hongkong auch. Ja. Also super interessantes Buch. Man kann so ein bisschen die Geopolitik begreifen, wenn man das gelesen hat. Ganz aktuell. Muss ich auch mal lesen. Kannst du dann haben, ich bin so gut wie durch. Super. So, mein Buch. Dein Buch. Was habe ich? Ich habe von Frank Schirmacher Payback. Ja. Es geht, das ist ein kleines Taschenbuch, habe ich relativ schnell durchgelesen. Es geht hier darum, wie die Informationstechnik, also Handys, Computer, alles was man so hat, kann man gerade mal zeigen, in unsere heutige Welt eingreift und wie vor allem uns das beeinflusst und uns ablenkt. Ja. Also zeigt sehen, das Buch ist jetzt ein bisschen älter und da wird auch über BlackBerry gesprochen, kennt ja kein Mensch mehr. Aber interessant ist halt trotzdem, dass sehr gut gezeigt wird auch, wie die Social Media und diese ständige Berieselung von den neuen Medien, von den Handys, meine E-Mails, mein Twitter-Account, mein SMS, mein WhatsApp und alles, was man hat, tagtäglich unser Leben so beeinflusst und so einschränkt mit Informationen, so überflutet mit Informationen, dass wir gar nicht mehr unterscheiden können, was ist wichtig, was ist unwichtig, worauf müssen wir achten. Dabei werden wir auch beeinflusst, dabei kriegen wir nicht nur Infos, sondern wir füttern auch diese riesigen Computer mit Informationen von uns. Warte gut. Ja. Und wie gesagt, in diesem Zusammenhang ist das ein sehr gutes und vor allem augenöffnendes Buch, wenn man so sagen kann. Ja, also das ist wirklich genial. Ich kann es jedem nur empfehlen, weil man dann zwischendurch schmunzeln muss, dass man sich erwischt, wie man wirklich selbst manchmal so in dieser Blase drin hängt und einfach so abhängig ist von dem ganzen Scheiß Social Media und Geräten. Ja, ich vor allem von den ganzen Gerätschaften, die man so hat. Ne? Ja. Hoffe ich, hat dich jemand verstanden, weil hier fahren so viele Autos durch. Wenn ja, ich auch nicht. Interessant. Das Buch, gell? Genau. Kauf also die beiden Bücher. Kauf es, genau. Cool, wir gehen wieder an eine ruhigere Stelle. Ja. Fürs nächste müssen wir wieder näher am Tesla sein.
Weil da zeigen wir nämlich Gabor sein Gadget. Wie es meinst? Ja, genau. Ich zeig, also unser Punkt 4 ist unser Gadget. Ja. Mein sag mal dein Gadget. Mein Gadget ist ein ganz kleines, und zwar das ist einfach das nur, das ist das, guck mal, ob das überhaupt scharf wird, das ist das Mikrofon. Das ist ein Wireless, Rode Wireless Go, Rode Wireless Go. Da komme ich da hin und ich habe hier hinten, da habe ich das hier so dran gesteckt an meine neue Canon, aber die Canon ist jetzt nicht das Gadget, sondern es ist wirklich dieses System von dem Rode. Ja, das ist der Sender, auch genauso klein. Die neue Canon G7X hat hier auch einen Mikrofoneingang, ja, sehr wichtig. Und dann habe ich dann hier so praktisch im Mikroformat ein Wireless Mikrofon. Genau. Ohne Kabel. Genau. Tolles Audio. Wireless und ohne Kabel. Wie geil ist Wireless das denn? Ist das überhaupt Wireless und ohne Kabel? Ja, ist ganz toll. Es gibt das WLAN-Kabel. Das WLAN. Das habe ich auch extra, zu Hause. Das ist ein Zubehör. Das habe ich auch zu Hause, das WLAN-Kabel. Ja gut, wir wissen, ja, ich bin halt eben. Alles gut. Wir haben es verstanden, so ungefähr. Genau. Wireless, genau. Es ist da hinten dran, das klemme ich hinten dran und so. Ja, jetzt bin ich schon Wireless ohne Kabel. Also das Mikro ist echt geil. Tut es in die Beschreibung rein, könnt ihr euch schon mal angucken. Du hast auch ein Gadget. Ja, ich habe auch ein Gadget. Also ersetzt mir das gleich windlich hier wieder. Also, ja, genau. Ich habe was ganz Neues auf dem Markt. Ja. Absoluter Hammer. Ja, ich muss mal. Also, das ist wirklich selten zu kriegen. Ne? So. Das ist das neue Gerät. So sieht das aus. Was macht man damit? Ne? Man kann hier rausziehen, dann leuchtet ich das. Ich nehme euch mal mit. Das leuchtet dann hier. Und das ist hier mit der Kooperation von Tesla entwickelt worden. Und zwar die neue Lupe, mit der man Lacknasen sehen kann. Also im Prinzip, du gehst da so ran. Ne? Du hast das Licht. Du gehst so ran und kannst ganz genau prüfen, ob die Spaltmaße stimmen und ob es hier Lacknasen. Oh, hier. Oder ist es Dreck? Nee. Ja, hier scheint okay zu sein, ausnahmsweise mal. Aber ich denke, hier müsste was sein. Also es ist ziemlich teuer. Es ist noch ein Prototyp, aber wir sind optimistisch, dass es dann praktisch jeder Tesla-Fahrer eigentlich zusätzlich bekommen wird, zu seinem Auto ausgeliefert. Macht ja auch Sinn irgendwie bei dem Auto, bei den Fahrzeugen. Und ich kann es nur empfehlen, wir haben schon mal komplett das Auto damit durchgesucht und nochmal 10 andere Fehler gefunden. Ich hoffe, dass jetzt irgendwie nicht so teuer sein wird. Also eigentlich gehört es so dazu zum Auto, oder? So kostenlos mit dabei. Depp. Ich wollte das eigentlich auch schenken, ne? Also, ach so, ja. Weil ich habe das extra von Tesla bekommen. Und so, also das ist was für meinen Sohn, ja. Mein Sohn ist so einer. Ja, genau. Dann mach mal gegen, manchmal ist es wieder Gegenlicht. So. Ja. Also Entschuldigung, ich nehme das Depp zurück. Ja. Nein, du kannst sowieso. Alles gut, alles gut. Wie gesagt, du kannst es hier gerne haben. Na, danke. So. Schickst du mir das wirklich? Ja, ich schenke dir das. Das ist extra diese Prüf. Aber ich sehe ja die Lacknasen gar nicht. Also, ich sehe das dann mit den Doch, damit siehst du. Das ist perfekt. Das ist sogar beleuchtet. Also okay. Selbst abends, wenn du irgendwie sagst, oh komm, jetzt ist Abend, jetzt sehe ich die Lacknasen nicht mehr, was mache ich jetzt? Ja, dann gehst du nach Hause und suchst du den. Danke dir. Das ist aber echt nett, ja, sehr wirklich gerne, so super, gerne. Super nett. Also bedanke dich bei Tesla. Wie gesagt, das ist ein Prototyp, ist noch ein bisschen modern und schwierig in der Produktion. Ja, okay. Können wir ja dann immer mitliefern. Ja, man kann es mitliefern. Wäre mal eine Idee. Ja, wäre super. Also ich denke, das Gerät wird sich gut verkaufen. Okay. Wie viel kostet das? 200, 300, 400? Nee, das ist günstig. Ich glaube 50 Euro oder sowas. Okay. Also meine Bitcoins. Ja, achso. Also, genau. Ja, okay. Ja gut, toll, ja. Ja, aber hier. Aber ist jetzt keine Anspielung, oder? Nein, das ist einfach so ein Zubehör. Also ich habe das irgendwo gesehen und habe es bestellt. So. Wir gehen für den letzten Punkt, gehen wir wieder rein. Ja. Oder ich gehe rein, du bleibst draußen. Alles gut. So, da sind wir wieder drin. Im Tesla Raven. In der Schrottkarre. Er sagt's wieder. In der Schrottkarre. Fünfter Punkt, da haben wir immer ausgemacht, dass wir also mein Punkt ist das dieses Auto. Meins auch. Mein Auto, nein, mein Punkt ist es auch. Das ist keine Schrottkarre. Aber es ist. Echt? Nein. Also von innen auf keinen Fall. Von außen auch nicht. Ja. Wenn alle Klipse drin sind und alles festgeschraubt ist und alles lackiert ist, ist das perfekte Auto. Das geilste Auto der Welt. Und das ist eigentlich mein Punkt des Monats. Also ich habe mich so gefreut auf dieses Auto und auch in dieser Konfiguration. Weiß innen drin. Bin auch total happy. Habe auch Down Jeans an, um zu gucken, wie das abfärbt. Und ja, und das einfach, es passt mir so, wie das ist. Und du bist jetzt auch gerade gefahren. Ja, ich bin total fasziniert. Was sag mal, wie war so dein erster Eindruck? Wahnsinn. Wir verlinken das Video natürlich, wenn es draußen ist. Klar, ich meine jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt
fahre ja schon 3 Jahre auch Model S und das ist jetzt nicht Neuland und vieles ist ja auch gleich geblieben, ja, die Bedienelemente, also Lenkrad und so weiter. Was halt absolut auffällt, ist, sind die Sitze als allererstes. Das sind Welten zwischen meinen Sitzen und hier. Welten, das ist wirklich so ja. Top. Die Performance des Displays ist viel schneller. Das ist, glaube ich, sogar die dritte Generation ja. mittlerweile. Navigiert in Autopilot, das sind Software-Sachen natürlich, auch viel anders geändert. Optisch, keine Ahnung, USB-Kram, also so Kleinigkeiten natürlich viel verbessert. Die Sitze sind absolut top, also das muss man hervorheben. Der Motorsound ist. Der Motorsound, genau. Der Motor weil es ist Performance, ist ein, ja, weil es genau. Performance ist. Ist ja auch der Luktanzmotor, glaube ich, jetzt vorne. Auch vorne. Und hinten der Performance-Motor. Genau. Und der Sound ist anders. Und natürlich die Leistung. Also, das ist jetzt nicht zu vergleichen, das ist einfach abnormal. Also, das kann man gar nicht so in Worte fassen. Also, wer selbst schon vom Tesla kommt, glaube ich, und nicht jetzt gerade vorher schon Ludicrous hatte, sondern von einem normalen Model S kommt und dann hier in dieses Auto einsteigt, das ist so, als würdest du von einem Verbrenner in einen normalen Tesla einsteigen. Also ist schon klasse. Ja, fahrt mal mit, ja. Bildet euch eine eigene Meinung. Braucht man sowas? Nein. Also das ist, ohne Witz, man muss es nicht beschönigen. Nein. Das ist schon sowas von oben drüber, was man eigentlich schon, also wir haben schon darüber gesprochen vorher, es wird schon sehr, sehr schwer für dich, irgendwann wieder runterzukommen, ja, weil du bist jetzt schon praktisch am höchsten Niveau, am höchsten Level angekommen, was jetzt so Fahrleistung ist. Ja, der Roadster. Der Roadster, ja, aber viel mehr geht nicht mehr. Aber man braucht es nicht. Nee, man braucht und ich verstehe jeder, der sagt, ein Model 3, ja, mit der kleinsten Variante, habe ich das so oft gehabt, mit Standard-Range, mit 5,5 Sekunden, ist eine so geile Karre. Und das wird all umhauen, ja. Allein dieses ständige Beschleunigen, nicht dieses. Genau. Das ist Wahnsinn. Und man hat als Steigerungsmöglichkeit immer dann noch. Ja, man hat immer so. Später, man verdient später ein bisschen mehr, wenn man ein bisschen jünger noch ist im Leben. Genau. Kann man sich sowas nicht leisten, ist ganz klar. Ich kann mir das auch nicht leisten. Ich kann mir das nur leisten, weil ich bei einer Firma arbeite, wo der Geschäftsführer mir erlaubt, so ein Auto zu fahren. Das bist du selbst? Ja, genau. Genau. Ja, aber in der Firma denkt man erstmal so, genau. Ja, genau, und wer ist denn das? Das war doch der selbst, oder? Ja, genau. Also. Nein, aber das, ja, das ist so. Ist so. Also das ist. Weil allein privat, wenn es mit einem Netto-Bruttopreis zahlen muss, privat aus versteuertem Einkommen, wäre es einfach hirnrissig. Ja. Weil im Grunde das Geld braucht man eigentlich, um eine Wohnung zu kaufen oder sowas. Ne? Richtig. Das wollte ich auch nochmal ganz kritisch an dieser Stelle bemerken. Aber ihr seid ja mit dabei, ihr habt das Glück, dass ihr so einen Geschäftsführer habt, der so ein Auto fahren darf und der euch dann natürlich zeigt, wie das funktioniert und euch auch mal mitnimmt, wenn wir uns dann auch mal irgendwo treffen. Ja. Absolut. Also das Auto ist top. Wir machen unsere Witze drüber und wir wissen auch um die Probleme des Wagens, also im Sinne von Qualitätsbisschen, also was jetzt Außenhülle betrifft, ja, nicht Motor und Akkuqualität, hoffen das wir. Ist hervorragend. Ja. Das ist übrigens die Revision E steht am Akku dran. Ah, okay, genau. Ja, die letzten hatten D, also da ist irgendwas anderes. Ja, genau. Also ja, das sind halt die bekannten Probleme mit der Lackgeschichte, aber sonst. Gut. Ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Das war das Top 5. Ja. Top 5, Top 5 Video. Das ist das Top 5 vom August. Mhm. Ja, wir treffen uns wieder im September. Genau. Dann haben wir bestimmt September wieder neue schon. Themen. Ja, da kommt bestimmt irgendwas raus. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch irgendwas an anderen Themen interessiert. Also dieses fünfte Thema ist immer dieses freie Thema. Mhm. Und dann nehmen wir aus den Kommentaren jetzt beim nächsten Mal ein Thema raus. Schreibt mal rein. Ja, genau. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, machen wir so. Dann passen wir uns ein bisschen an. Und nicht vergessen zu abonnieren. Also nicht jetzt deabonniert, wenn ihr schon abonniert habt, sondern abonnieren, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Glocke drücken ist immer gut, finde ich gut. Ja, weil wenn ihr die Glocke drückt, kriegst du immer diese Mail. Genau. Und du sagst, dieses Thema, dann zeigt es dann das Thema und dann kannst du immer noch sagen, okay, das interessiert mich nicht. Das habe ich auch noch mitgekriegt, da noch einer erzählt so, drückt auf den Daumen hoch, wenn er euch gefallen hat. Und wenn er es nicht gefallen hat, drückt zweimal auf Daumen runter. Genau. Fand ich auch lustig. Ja, das geht auch. Mach's mal gut. Mach's gut. Ciao.